Einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich euch, meine kleinen Scheißerchen. Ich begrüße euch hier in Schuselines kleines Orakelstübchen. Wir wollen heute ein paar magische Momente erleben mit diesen Karten hier. Und zwar lege ich dir jetzt ein Liebesorakel auf deine Situation und wir wollen schauen, was bringt dir der Dezember. Natürlich, ein paar Tage vom November wollen wir noch mit einbeziehen, aber dann schauen wir der letzte Monat in diesem Jahr. Was kommt da noch und was zieht sich ins nächste Jahr? Das wollen wir einfach mal schauen und natürlich auch bei deinem Gegenüber, ne, bei euch beide. Wir wollen, dafür brauchen wir natürlich, wir legen auf dich und auf ihn und dafür brauchen wir natürlich auch zweimal Karten. Die haben wir hier. Und das Ganze starten wir jetzt. Bitte, aber ihr wisst ja, Leute, ich muss das nochmal hier einmal erwähnen. Bitte denkt dran, das hier sind YouTube-Videos. Und wenn du jemand bist, der sowas schaut und dich das wütend macht, aufregt oder keine schönen Gefühle in dir hervorruft, ne, dann bitte. Dann würde ich mir das nicht anschauen, ne? Weil wenn dich das auf irgendeine Weise unangenehm triggert, ne, dann ist das nichts. Würde ich jetzt mal, jeder ist da erwachsen, gehe ich mal von aus hier, ne? Aber ganz ehrlich, warum dann tu dir das nicht an? Weil ab und zu sind mal so Kommentare, war jetzt auch wieder so ein wahnsinnig viel Zeit hat sich da eine genommen, die mit Sicherheit ein ganz gutes Herz, großes Herz, die hat sich ganz viel Gedanken gemacht. Das war jetzt noch nicht mal so. Aber Leute, aber man hat gemerkt, wie sie das ganze Thema auch Dreieck, gerade bei Dreiecksbeziehungen ist das immer so eine Sache, ne? Das Thema gepackt hat, so, ne? Unangenehm, negativ. Aber und das meine ich jetzt nicht böse, sondern wirklich, wirklich nett. Tu es dir dann nicht an, ne? Guck mal, und man muss auch immer schauen. Du weißt doch nie, warum ist der andere in dieser Situation? Man kann doch nicht aufgrund eines allgemeinen Readings hier einfach an die Allgemeinheit, wo jeder so das sich nimmt, was er so für sich an Resonanz spürt, ne? Da kann man doch sich nicht ernsthaft dann drüber aufregen und so weiter und da so eine grundsätzliche Grundsatzdiskussion rausmachen. Das bringt doch nichts. Jeder hat doch, da könnten wir jetzt über ganz, 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 ganz viele andere Ungerechtigkeiten oder irgendwas, was nicht moralisch, dem moralischen Kompass oder was weiß ich entspricht, da kannst du ja dranbleiben. Das bringt ja auch nichts, wenn einen das so aufwühlt, so ein Thema, ne? Also würde ich da empfehlen, tu dir das dann gar nicht an. Ne, und das ist jetzt nicht böse, wirklich. Das muss ich jetzt echt mal, aber nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Ich meine das echt, weil ich bin immer der Meinung, ich verurteile gar nicht. Ich kann sagen, das würde ich nicht so machen oder ich hätte da vielleicht einen anderen Weg gewählt. Aber jemanden zu verurteilen, ist ganz schwierig. Da muss man erst in den seinen Schuhen gesteckt haben. Ne? Oder nee, das ist ja vielleicht nicht so das Problem, aber den seinen Weg gegangen sein, ne? In seine Haut. So, und jetzt machen wir hier nämlich ein allgemeines Reading. Und das geht jetzt ans Kollektiv und ist keine persönliche Legung und keine Wertung und keine Begutachtung und so weiter und so fort, sondern hier soll es jetzt um die Fakten gehen, ja? Was haben wir im Dezember? Wenn du dich mal persönlich von mir beraten lassen möchtest, Kartenlegung, wenn du Hilfe brauchst, in irgendeinen Lebenslagen, ich bin gerne für dich da. Und melde dich über WhatsApp am allerliebsten. Die Nummer findest du hier in der Videobeschreibung. Oder über meine Homepage. Kartenlegen Mareike. So, und jetzt aber go. Go, go. Wir gucken jetzt. Wie sieht's denn aus bei dir, meine Liebe, im Dezember? Und bei ihm natürlich auch. Dann wollen wir mal gucken, was wir so zwischen euch haben. Im Dezember, was da abgeht, was da so, Hilfe, fallen mir die ganzen Karten hier, was da so abgeht bei euch, uiuiuiui, uiuiuiui, da ist aber, oh, ah,
Ey, bei ihm ist ordentlich was los im Dezember. Das wird spannend. Lohnt sich anzugucken. Nicht abhauen. Guck es dir an. So. Okay. Okay, meine Gute. Ich trinke nur so ein Schlückschen-Teechen hier. Und dann geht es los. Pass mal auf, du. Entspann dich. Leg die Beine hoch. Genieß dir ein Sektchen. Oder ein Weinchen. Und dann... Ups. Und dann... Schauen wir mal. Irgendwie klappt das hier heute mit meinen Karten nicht so toll. So. Jetzt haben wir dich hier liegen. So, und bei ihm ist ein bisschen mehr zu erzählen. Leute, wenn ihr euch wundert über mein Outfit hier, ist das nicht süß mit meinen Eisbären hier, ne? Hier mein Bärenkostüm. Ich habe schon meinen Schlafanzug an, nur mal so zur Info, ne? Ich sitze hier mit Schlafanzug. Und das ist mein absoluter Lieblingsschlafanzug, weil der so kuschelig ist und ob es glaubt oder nicht. Ich freue mich schon immer abends drauf, wenn ich den anziehen kann. Das ist ein richtiges Glücksgefühl. Ja, so leicht kann man mich glücklich machen. Boah, ich hätte gerne 20 Stück davon. Und noch mehr. So, aber jetzt kommen wir hier zu Ernst der Lage. Im Dezember. Januar kann ja das alle auch schon wieder ganz anders aussehen. Aber wir schauen auf den... Oh, Entschuldigung. Ihr wisst ja, einmal im Video muss ich an das blöde Stativ hier drankommen. Ne? Ich sitze hier halt ein bisschen wie Äffchen auf dem Schleifstein. So, Leute, es wird spannend. Huh, ich sag es euch. Wir fangen mal mit dir an, ne? Mit deiner Seite. So, pass auf, mein Gute. Gerade vom Bärenfell gesprochen, vom Bärenkostüm. Und da ist er. Du, bist du im Moment ein bisschen... Oh, bist du im Moment vielleicht so ein bisschen an so einem Punkt, wo du sagst, ne, ich will jetzt da an der Stelle auch nichts mehr an mich rankommen lassen, weil ich das jetzt auch echt nicht mehr kann. Ne? In dem Sinne bin ich jetzt mal diejenige, die sich das Bärenkostüm anzieht und so ein bisschen diese gewisse Distanz hier, liegt sie dadurch auch, eine gewisse Distanz gefühlsmäßig möchte. Klar ist das ein inneres, ach, ich bin so hin und her gerissen, weil da ist auch noch unheimlich was. Aber eben, dass er so nicht ganz offen dazu steht, zu vielen Dingen, zu euch beiden, was auch immer, das wiegt sehr schwer bei dir. Und da hast du einfach verletzte Gefühle und deswegen bist du eben an diesem Punkt gekommen, wo du sagst, ey, ich muss mich auch ein Stück weit selber schützen, ne? Und jetzt wollen wir mal gucken, wie er damit umgeht. Das schauen wir uns jetzt an. Wie geht er? Ich bin noch nicht fertig hier mit deiner Seite, ne? Aber ich möchte hier mal so ein bisschen die direkte Gegenüberstellung. So, wie geht er jetzt damit um, dass du aktuell so ein Empfinden hast, ne? Und sagst, hey, jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück, beziehungsweise ich versuche jetzt mal einen anderen Umgang mit dieser Situation zu finden, ne? Und wie man sieht, also klar hat er den Küdel in der Hose, wenn er an eine feste Sache hier denkt, ans Ankommen, an das, ne? Also, dass das Schiff hier in den Hafen einfährt, der Anker geworfen wird und ja, dann einfach diese Sicherheit, in dieser Sicherheit sich befindet. Aber er weiß, dass es das ist, was du brauchst und möchtest. Dir seiner Liebe sicher zu sein und nicht das Gefühl zu haben, dass er morgen weg sein könnte oder dass er vielleicht auch nicht zurückkommt oder ja, wie auch immer, ne? So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal weiter an. So, es gibt bei ihm auch, sein Problem ist auch, es gibt immer mal wieder Konflikte, hier kleinere, über eine Situation, die ein bisschen komplizierter ist und ja, auch nicht ganz gesund. Und guck mal, hier ist so ein bisschen vielleicht eine intrigante weibliche Person da noch im Spiel, die aus irgendeinem Grund nicht so begeistert ist, dass er da in eine feste Geschichte mit dir geht, ne? Guck mal, du schaust hier auf seiner Seite, bei ihm liegst du, schaust du in das, ich hoffe, du siehst das,
Sonst zoome ich gleich mal näher ran. Schaust du auch in das Verborgene, Verschlossene, ne? Und das muss der Grund sein, warum du hier eben aktuell dich in als sie mit diesem Bärenkostüm, ich sag das immer so, damit ist einfach gemeint, ja, so ein bisschen jetzt einen Schritt zurück aus dieser ganzen emotionalen Lage zu kommen, um damit auch mit dieser echt schwierigen Situation auch irgendwie umgehen zu können, ne? Und das ist es. Das heißt ja nicht, dass du dich komplett aus dieser ganzen Geschichte rausgezogen hast, aber emotional musstest du einfach auch ein Stück zurücktreten oder dir, wie man sagt, ein dickes Fell, ne, anschaffen auf deine Art und Weise, deinen Umgang finden damit. Und du hast mit dir sehr oft gehadert und es ist mit Sicherheit auch noch so, dass du einen inneren Kampf hast, ja, wie du weiter damit umgehst. Und es geht eben die Schwere, die hier liegt, also das wirklich das Kreuz zu tragen, ihr beide, ne, oder das bürdet er dir in dem Fall einfach mit auf. Also du kriegst auch gleich das dicke Eichenkreuz auf dem Buckel und muss den Berg hochlaufen, so, ne? Als sinnbildlich gemeint für eure Partnerschaft hier oder das, oder was sie noch werden soll, ne? Und hier geht es eben um das offene Bekennen, offen miteinander offen mit Dingen umgehen, offen miteinander umgehen, ehrlich und ja, auch hinter dir stehen, zu dir stehen, offen zu dir stehen, das Ganze, das sind so die Themen, die grundsätzlichen da, die die Schwere verursachen. Das lübt einfach noch nicht so, ne? Und er hat eben diese Schwere hier liegen bei dem Thema Ankommen. Also das scheint der große Wunsch zu sein, mit dir da in diese Sicherheit, dir diese Sicherheit zu geben. Und dir eigentlich auch das zu geben, was ich gerade hier genannt habe, nämlich dieses, ne, komm, Butter bei der Fische, ich schieb das hier gerade die Karten ein bisschen höher, damit ihr die besser sehen könnt. Ich würde, manchen ist das ja wichtig, die Karten zu sehen, weiß ich. Darum versuche ich das ja immer so gut wie möglich, ne? So, meine Liebe, dir reißt auch so der Geduldsfaden, ne? Also ich meine, ich will damit nicht sagen, vielleicht bist du auch eine, die nicht die meiste Geduld jetzt hat. Ne, kann natürlich auch sein. Aber wie auch immer, woher das kommt, es ist so ein bisschen jetzt die Geduld ist aktuell an so einem Punkt bei dir, wo du sagst, okay, ne, Thema Geduld erstmal besser nicht mehr ansprechen. Denn du hast jetzt ganz anderes Thema aktuell hier liegen. Du hast nicht das Thema Geduld ist, mag sein, dass das auch dein Thema mal war oder vielleicht sogar noch zeitgleich ist, aber jetzt aus der Momentsituation und für den Dezember durch geht es um klare Sicht und zwar eine Klatsche, also eine klare Klatsche nach der anderen, sag ich mal so. Also du wirst dieses Verhalten, also dass du dich da emotional auch so ein Stück rausgezogen hast, er spürt, das kommt direkt bei ihm an. Und ja, das verunsichert ihn natürlich jetzt an der Stelle auch. Er möchte dir deswegen natürlich schnell, möglichst schnell Sicherheit geben. Ist aber hier noch in einem Konflikt, ne? Ich weiß nicht, ob da noch eine weibliche Person in irgendeiner Weise Schwierigkeiten oder euch ein bisschen schwer macht. Ansonsten gibt es da noch etwas, was Probleme macht. Könnte eine Tochter sein, ne? Eine ältere. Es könnte aber auch sonst was sonst sein, ne? Sonst wer sein. Das wirst du besser wissen. Mein Butterblümchen, mein Goldlöckchen. So, also pass mal auf. Der Dezember kommt, klatsch, klatsch, klatsch. Also dir wird eins nach dem anderen klar werden. Da kracht es und rumst es in eine Hütte, aber das ist gut so. Das ist nämlich das Reinwaschen sozusagen der ganzen Situation vor dem Januar, vor dem neuen Jahr. Und das neue Jahr hier bei ihm, guck mal, ne, hier geht es auch vom Winter in den Frühling rein, wo er genau wo das Buch geöffnet wird. Das Sesam, öffne dich, das Tor, die Büchse der Pandora wird geöffnet, sozusagen, ne? Was auf der einen Seite auch ganz wichtig ist, um das überhaupt mit euch beiden, mit dir wieder so in Harmonie zu kriegen und ja, eben da eine schöne Sache rauszumachen am Ende, ne? Guck mal,
bei dir ist es eben, du willst genau das. Soll ist blöde, aber dein Wunsch ist ganz normale Dinge, die selbstverständlich sein sollten, wenn man eine Partnerschaft hat, und das ist Loyalität, Vertrauen. Das sind ja so die Grundsteine, wo das Fundament sozusagen, wo das Haus erstmal drauf gebaut werden kann, dann nachher, dass das alle wachsen muss, ist klar. Aber so ein Grundgefühl muss da sein. Und wenn das da schon erschüttert ist, dann ist es natürlich umso wackeliger, steht natürlich auch das Haus darauf. Und da muss man dann gucken, wenn das Haus dann anfängt, Risse zu kriegen und so weiter, da muss man gucken, ey, wie kriegen wir das jetzt wieder gerade gebügelt? Ne? Und das kriegt man wieder hin, aber da muss man noch mal ganz viel Arbeit und Liebe und Herzblut reinstecken. Und an der Stelle seid ihr ja nun scheinbar. Ne? Aber wie gesagt, die Büchse der Pandora wird geöffnet, und das noch im Dezember vor, das noch durch den Winter in den Frühling ran. Das heißt, im Dezember geht es los. Das Buch wird geöffnet, und nach, ich hatte sagte ja, ein Bums nach dem anderen, was aber unheimlich wichtig und gut ist, um im nächsten Jahr da auch ganz anders wieder zu starten und wirklich irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ihr sagen könnt beide, ey, wir können diesen ganzen Ballast von damals hinter uns lassen. Denn das ist ganz wichtig. Und weißt du was? Wir sind aber noch nie am Ende, denn wir wollen da mal noch ein bisschen genauer drauf schauen. Wir legen jetzt mal zwischen euch, was zwischen euch ist. Die Liebe, also wir legen einfach auf eure Liebe ganz speziell. Und zwar euch, ihr beide, ne? So, das Verbindungsstück, ja? Da legen wir jetzt. Ups. Oh, da habe ich aber einige jetzt. Die haben sich alle umgedreht. Die nehmen wir doch, oder? Da will ich doch mal sagen. Es steht eine Trennung an. Es trennt sich etwas. Und das bedeutet, jetzt keine Angst, nein, ihr trennt euch nicht. Das wäre ja jetzt sozusagen eine komplett andere Aussage als das andere Kartenbild. Nein, es muss sich, und das ist wichtig, von etwas getrennt werden. Ne? Hier gibt es eine Schattenwelt. Und ich hatte auch, als ich die Karten nehmen wollte, als ich auf einmal die Idee hatte, die Karten zu holen, da hatte ich einfach den Gedankengang, ey, es war echt viel Positives, was jetzt kommt, ne? Die Büchse der Pandora ist wichtig, damit das Alte hier, was er hier noch liegen hat, ne? Damit er dir diese Sicherheit und so weiter, damit das alles klappen kann, muss er das Alte lösen, was er hier hat, das alte Problem, die Schattenwelt. Und dafür muss er sich von etwas trennen, ja. Und das ist, da legen wir gleich aber trotzdem noch ein paar Karten drauf. Und das ist ganz wichtig. Er muss hier einen kleinen Neuanfang machen. Der muss auch die Entscheidung treffen. Und es fällt ihm verdammt schwer. Und das geht nicht ohne Drama, ohne dass es ein bisschen, wie soll ich sagen, auch mal ungemütlich wird auf seiner Seite, ne? Aber du bist ein großes Ziel hier, und ja, es ist, er wird den Weg gehen. Aber nichtsdestotrotz steht hier eine Trennung an. Ganz klar muss er. Das ist unausweichlich, dass er etwas anderes abschließen oder beenden muss, bevor das mit euch weitergehen kann. Und da kriegst du eine klare Sicht nach der anderen im Dezember. Ne? Hier ist ganz viel Stärke, die zwischen euch beiden hier, lege ich hier hin. Ganz viel Stärke. Das heißt, dieses alles zu schaffen, seine Probleme, und irgendwo wirst du doch trotzdem, bist du doch mit involviert, ist doch klar. Auch wenn das nicht ganz speziell deine Baustellen sind, so bist du automatisch emotional mit, hängst du drin in ihm, in seinen Baustellen. Stehst du mit in seinen, mittendrin in seinen Baustellen. Das ist unvermeidlich, ne? Aber da habt ihr beide in dem Moment, wo ihr sie braucht, einfach ganz viel Stärke, und die ist in euch. Vergesst das nicht. Bei ihm genauso, aber ich will eher mit dir reden, ne? Die hast du in dir. So. Und dann haben wir noch das Bewahren eines Schatzes. Und guck mal, wie die hier, da ist die Schatztruhe hier, ne? Und da liegt sie, hat sie sich hier draufgelegt und bewahrt die und bewacht und bewahrt den Schatz auf. Aber man muss auch immer bedenken, wenn man etwas festhält, den Schatz, sie ist gebunden dadurch an an diesem Platz. Ey, das reimt sich. Ey, habt ihr das mitgekriegt? Gut, ne? Sie ist dadurch auch gebunden
an diesem Platz, ja? Und jetzt musst du dir das vorstellen, im übertragenen Sinne für ihn, ne? Er hält da etwas fest, ihm ist irgendwas ganz wichtig. Dieses hier scheint ihn ja, also dieses sich festbinden, das Ganze, was du hier möchtest, dieses offen, ehrliche und das Ganze, bedeutet auch, dass er was anderes loslassen muss, ja, dieses andere Leben, was er jetzt, er muss da einfach auch was loslassen. Und für ihn diese, was er jetzt hat, ist auch eine Sicherheit für ihn, wenn es auch sich beschissen manchmal anfühlt oder oft so und er auch da nicht glücklich in seiner Situation ist und eigentlich mit dir die Liebe möchte. Aber so ist es trotzdem was sehr Gewohntes. Ne? Und bitte jetzt nicht wieder Urteile und Dingens Verurteilungen und so, das, na bitte. Ich möchte nicht Menschen, dass wir irgendwen für irgendwas hier verurteilen. So, auf jeden Fall hält er daran fest und es sind Ängste, ich will das nicht verlieren, weil ich weiß, was ich hier habe, ne? Aber dafür ist man auch, sitzt man da fest. Und das funktioniert eben nicht und muss losgelassen werden. So, jetzt wollen wir mal hier noch ein paar Karten hier auf die Trennungssituation legen. So. Okay. Seht ihr die Karten? Nee, seht ihr nicht. Ich lege die einfach hier drauf. Ach, ihr kommt, na, ihr seht na ja gar nichts. Alles durcheinander hier. Ach, Mensch, so, wir haben hier die Entscheidung. Er wird einfach eine Entscheidung treffen müssen, ne, hier. Und die Entscheidung, das Alte hier loszulassen. Seine Seele möchte einen neuen Weg gehen, ne? Er ist mitgesprungen und das Ganze ist nicht ohne ordentlich Drama und Theater zu schaffen. Er hat da irgendwelche Baustellenprobleme und er muss von alten Dingen, alten Gewohnheiten, alten Glaubensansätzen, was auch immer, er muss was loslassen, damit auch du glücklich wirst in dieser Partnerschaft, in dieser Verbindung. Das ist jetzt hier eindeutig, ne? Also, am Ende des Tages, so, jetzt pass mal auf. Die tue ich jetzt auch mal hier hin. So, jetzt ziehen wir nochmal, wir mischen. Ach, hier ziehen wir mal eine von. Ist doch auch eine gute Idee. Ui! Flitterwochen! Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Ja, aber Moment, stopp, bevor du das genießen kannst, ne, die jetzt kommt die Zeit. Es ist erst, ich habe ja gesagt, die Büchse der Pandora wird erst geöffnet, bevor diese Flitterwochen Energie da ist. Bevor er muss da einen Kampf erst ausfechten, ne? Was auch immer da seine Baustelle ist, die er da hat, das sag ich ja, das wirst du besser wissen. Er muss da erst was, ups, Hilfe, was trennen sich von etwas, von irgendetwas. Das muss jetzt nicht eine Dreiecksbeziehung da, eine Dreiecksbeziehung sein. Wohlgemerkt, vergesst das nicht, Leute, ne? Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. So, und da an dem Punkt seid ihr jetzt einfach, ne? Das Innerste, werdet ihr sowieso, weil ich meine, der Hund ist vorhin gesprungen, also es ist so ein Seelenweg auch irgendwie, den ihr beide da gerade geht. Und es ohne Worte läuft es mit Sicherheit ganz gut, aber wichtig ist auch, das Bernd-Kostüm ablegen und offen, und zwar beidseitig, ne? Von beiden Seiten. So, das hätten wir auch. Und jetzt, was würden wir denn ohne den guten alten inneren Buddha machen? Sagt's mir. Übrigens, die Karten, die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung mitsamt Verlag, ne? Und was ich noch sagen wollte, so ein Däumchen nach oben würde mich auch sehr, sehr freuen. Wirklich. Oder abonnier den Kanal. Das ist Bombe. Dann kannst du auch in Zukunft solche tollen Videos hier schauen. Also, das finde ich doch mal gut.
Die Welt zeigt sich dem Menschen so, wie er sie sehen möchte. Immer eine Entscheidung. Wie will ich das sehen? Will ich hier was Gutes drin sehen? Will ich hier Mist sehen? Du veränderst die Dinge in deinem Leben, indem du deine Wahrnehmung, deine Sicht auf die Welt veränderst. Das ist wirklich, das stimmt doch. Seid doch ehrlich. Wenn du musst dich selbst beobachten. Bist du jemand, der schnell sagt, oh nein, das klappt sowieso nicht. Oh nein, jetzt regnet es und dann macht das jetzt nicht mehr so einen Spaß. Oder sagst du, ja, oh, irgendwie cool. Als Kind habe ich immer so Freude. Ich erinnere mich da als Kind, wie ich im Regen gerne war. Und dann ist das nachher so schön gemütlich, wenn man jetzt vorm Kamin oder wo, ne, oder wenn man keinen hat, dann, wenn man dann seinen kuscheligen Schlafanzug anziehen kann. Also man kann sich's ja das Schöne sehen auch immer. Ne? Das ist die Kunst. Das ist die Kunst. Und dann wird die Welt, siehst du einfach aus anderen Augen dadurch. Und dadurch wird sie schöner. Ist so. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt, es hat euch gefallen. Ich habe das heute von Herzen gerne hier mit euch gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim kleinen Abendorakel noch sehen würden. Gleich. Ich habe überlegt, nee, Abendbotschaft sage ich immer, aber Abendorakel ist genauso okay. Tschüssi!